geworden. Wo finde ich denn die Mission? Hier unten? Richtig? Komme ich denn da runter? Und zwar wieso? Oh, plündern? Was war das denn? Sehr gut. Das finde ich gut. Das ist ein guter Einstieg in die Mission. Was auch immer mir die bringen wird. So, wo bin ich jetzt hier? Das sieht sehr okkult aus. Die erste Wache. Aber wo war denn dieses Fragezeichen, das ich eben noch gesucht hatte? Achso. Oh, ich bin erschrocken. Mann, immer diese Schlangen, das kann nicht wahr sein. Gut, hier habe ich auf jeden Fall schon mal einen Schatz gefunden. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. So. Schatz plündern. Da gibt es aber noch einen anderen. Warum ist das eigentlich so gut getränkt, das. Das Wasser. Okay. Ich gehe einfach mal weiter. Den Kollegen kann ich ja notfalls rausnehmen. Der stellt ja ohnehin keine Bedrohung für mich da. Glaube ich zumindest. Hey! Hi! Ich könnte meinen Jagdbogen mal nehmen. Ja, fackeln. Bam. Kopfschüsse bringen weiterhin mehr Erfahrungspunkte. Das war kein Kopfschuss. Ne, wird auch nicht vom Spiel so registriert. Wo bin ich hier? Ne. Das ist der zweite Schatz, Fragezeichen. Könnte sein. Aber dann war er ja echt nicht gut bewacht. War da eben schon wieder eine Schlange? Das war jetzt nichts hier. Also eine Quest gibt's hier nicht. Hier war einfach nur ein Fragezeichen. Das ist ein Aufrufezeichen. Bin ich hier richtig? Da ist auf jeden Fall noch ein Schatz drin. Da ist der zweite Schatz. Das ist schon mal mit Information. Hätte ich schon dran vorbeigegangen. Aber wo hängst du denn jetzt hier? Ist das jetzt der, den ich geplündert schon habe? Oder ist das jetzt tatsächlich noch ein neuer? Ne, da gibt's einen neuen. Oder? Komm hier aber da nicht rein. Okay. Das war der erste. So, und da hinten ist jetzt irgendwie noch einer. Mit denn dahin? Tauchen? Sieht gut aus. Uiuiuiui. Komm ich hier bloß hin? Das ist schon angenagt. Jetzt bin ich doch schon auf einer heißen Spur hier. Ja, das sieht sehr gut aus. Ha! Oh, sag mal, seid ihr denn bescheuert, ey? Drei Kobras. Reicht aber auch jetzt, ne? Oh! Das habe ich ja gar nicht gesehen. Hier ist noch ein Krokodil drin, ein totes allerdings. Noch irgendwas? Oh, immer. Drittes totes Krokodil, okay. Kobra. Alter Schwede, was ist denn hier für eine Gruft? So. Zwei Schätze geborgen. Das waren jetzt aber Schätze. Eigentlich hätte ich jetzt hier eine Quest erwartet, ehrlich gesagt. Komme ich denn jetzt hier irgendwie auch direkt wieder raus? Ja, sieht nicht so aus. Oder?
Ne, muss ich zurückschwimmen. Ganz komisch. Oder Wasser. Gut, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wahrscheinlich hier wieder durch. Warum war da ein Fragezeichen? Das kann doch nicht der Schatz gewesen sein. So, ein Ausweg. Irgendwann gibt es hier. Ja, das sieht gut aus. Gehen wir wieder raus. Aber die Quests, die ich mir erhofft habe. Totes Krokodil, zwei tote Flamingos. Da muss ja irgendwas sein. Oh, ein bisschen schneller als ich im Wasser. Krokodile sammeln. Alter Schwede, was ich hier alles einsammle. Wie viel Flamingos hauen die welche? Das ist. Überall liegen Flamingos. Das ist echt irgendwie. Die einfachste Nahrungsquelle anscheinend, so ein Flamingo. Okay. Also hat sie ja anscheinend aber nur einen Schatz dahinter versteckt. Tja. Oder haben wir jetzt hier tatsächlich noch irgendwo Fragezeichen? Ja, anscheinend das tatsächlich der Schatz gewesen zu sein. Ich dachte, beim Fragezeichen findet man immer irgendwie eine Quest. Nicht einen Schatz. Was haben wir denn bei den Ausrufezeichen? Ruht sich aus. Wenn doch hier in der Nähe auch irgendwie ein Ausrufezeichen. Was kriege ich da? Kriege ich da eine Quest vielleicht? Ist ja gleich um die Ecke. Ein Dieb. Ein Dieb. Okay. Mit ihm sprechen. Hey, ein Magi sollte aber schneller sein. Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen. Wo ist der Typ? Ach so, Scheiße, der rennt auch noch. Nein! Bleib bloß weg. Aber vielleicht kann ich ihn mittlerweile schlagen. Ne, ist mittlerweile schon deutlich stärker. Ich glaube, das erste Mal, als ich auf ihn getroffen war, war ich Level 12 oder so. Ein Magi sollte aber schneller sein. Immer feste drauf. Helft mir mal hier drüben. Los, Magi, schnapp sie. Ich habe nebenbei bekommen, dass ich so schnell an Gesundheit verloren habe. Ich war eigentlich auch guter Dinge, dass ich da einfach reinrennen kann und alles umboxe. Aber ich sollte mit dem Kind sprechen, drücke E und es passiert nichts. Und die? Nee. Nochmal das Ganze. Was? Wie was? So, wo haben wir denn hier nochmal so ein Ausrufezeichen? Das ist eine komische Mission, ey. Warum sehe ich jetzt nichts? Da. So, ruht sie aus. Machen wir nochmal. Das ist, glaube ich, dieselbe Mission. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Wir haben einen Kriegsbogen. Ich habe jetzt die Nerven. Ich glaube, für den Kriegsbogen müsste ich auch den Köcher konsequent weiter ausbauen. Für den Kriegsbogen immer drei Pfeile. Oder ne, fünf Pfeile sogar mit einer Salbe. Das sind vier, ne? So, jetzt bin ich nochmal gespannt. Was kann ich jetzt machen? Ich rede mit dem Jungen, stell ihn zur Rede und er sieht es ein, dass es doof war und fertig, oder? Und das ist eine andere Mission. Nick Ennis.
Okay, das scheint auch irgendwo anders zu sein. Hallöchen. Warum weinst du? Dein Fluch ist gebannt. Du hast auch ein Kind verloren. Also solltest du verstehen, dass die Furcht einer Mutter niemals endet. Oder der Zorn eines Vaters. Furcht und Zorn sind berechtigt in einem zerbrechlichen Leben. Bitte, überlass mich meinen Tränen. Wenn du mir folgen würdest, lassen wir ihr etwas Freiraum. Kann ich etwas tun, um ihr zu helfen? Sie fand ein Ritual des Schutzes in einer uralten Schriftrolle. Es fehlen nur wenige Zutaten, um es... Ich finde sie. Warte, Neb. Eine rastlose Seele ist eine Kranke. Meine Herrin braucht Teile frisch getöteter heiliger Vögel. Und würdest du auch einen blau glasierten Fruchtbarkeitstalisman holen? Es gibt ein Geschäft südlich des Tempelbeckens, wo man so etwas finden kann. Ich treffe dich danach auf der Straße zu den Pyramiden. Gar kein Problem. Ich wünsche dir Erfolg. Okay. So, halten zum Verfolgen. So, vorne Stufe. Das Geschäft magische Waren liegt südlich des Tempelbeckens, okay? Zuerst den Ritualgegenstand und dann die Vögel jagen. Okay, also einmal dahin. Klingt jetzt nicht sonderlich schwer. Sind wohl auch eher so wirkliche Nebenquests. Gib den Weg frei! Was ist nicht mit dir? Ein verlassenes Grab. Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Komischer Ort dafür. Das stimmt allerdings. Was ist denn? Das ist ja wie... Ein Magi. Wie? Überraschend. Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Wir sind sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Aber sicher doch. Lass dich dabei nicht stören. Okay. Verzeihung, aber die Geschäfte rufen. Ich bin bald wieder zurück. Und in der zweiten Kammer liegen die weltlichen Güter des Horapollon und der Schesch. Ihnen zum Schutze und zur Nahrung. Die Botschaft ist unvollständig. Wie wohl der Rest lautet? Hier gibt es nichts von Wert. Warum verkauft die Händlerin hier solch billige Ware? Ah, sie verbirgt etwas. Boah. Dieser Fuchs. Das ist tatsächlich eine Mumie? Sieht so aus, ne? Ein Inventar. Der blau glasierte Talisman ist hier aufgeführt. Ich sollte mich weiter umsehen. Ich hab ihn jetzt übersehen. Oh, es gibt einen Nebenraum. Wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier muss Diebesgut sein. Ein Fruchtbarkeitstalisman. Timehotep wird sich freuen. Also man muss jetzt ehrlich sagen, dass jetzt die Tiefe der Mission ein bisschen... Also wirklich jetzt schon ein bisschen aufgesetzt. Was ist jetzt passiert? Zu langsam! Hab ich dich! Ich geb dir Ärger! Sehr schön. Sehr seriöse Händlerin. Oh nein, der Typ ist eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch vor dem Angst haben soll.
Scheiße, er kommt doch noch. Sehe ich denn jetzt, welches Level er hat? Hat auf jeden Fall immer noch einen Totenkopf. Ich glaube, beim letzten Mal hatte er Level 22. Das ist ja jetzt auch besser geworden. So, haben wir hier noch? Da haben wir. Nee. Ich glaube, den kann ich weiter in die Umboxen. So, Flamingo-Zungen und Reiherfedern. Wo kriegt denn die Reiherfedern? Ah! Bewegung! Los! Bist du krank im Kopf? Wahrscheinlich irgendwo am Wasser, ne? Reiherfedern. Jage Vögel und bringe diese Fäden. Na gut. Immerhin habe ich schon mal die Zungen. Die habe ich wahrscheinlich noch im Inventar gehabt, zufällig. Wahrscheinlich vielleicht auch eben gerade auch von der Mission, wo. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier Reiher finde. Gute Frage. Aber die werden mir jetzt natürlich nicht angezeigt. Da wäre, glaube ich, eine. Sind das Reiher? Könnte sein. Mist. Ah, die will ich nicht treffen, so. Also in der Nähe vom Wasser muss ich anscheinend mal gucken. Warte mal. So oben bleiben. So ein Reiher wird ja wahrscheinlich auch nicht. Haben wir da was? Wo ist er denn? 100 Meter. Der ist wirklich in der Nähe. So, wo finde ich jetzt so einen Reiher? Der Typ bleibt weg. Das sieht doch eigentlich gut aus hier. Ja, wie findet man Reiher? Das ist schwierig, ne? Tendenziell natürlich am Wasser. Oh, vor mir ist eine Krokodile. Bring mir jetzt erstmal nichts, aber warum nicht ein bisschen Leder haben? Alter Schwede, so ein Kavenzmann hier. Schönen Grill. Bitte was? Sagt mir die Quest noch, wie ich die am besten finde? Nö, es sagt nur, ich soll die Sachen holen. Jage Vögel. Alle Arten von Vögeln wird wohl nicht klappen. Das heißt, die Flamingo-Zungen habe ich ja. Die Reiherfedern. Ja, wo suche ich danach am besten? Flachen Gewässern, würde ich sagen. Aber. Schwierig. Problem ist, ich kann meinem Adler ja auch nicht sagen, irgendwie hier sucht man jetzt nach Reihen. Das interessiert ihn eigentlich nicht wirklich. Ich könnte mir hier so vorstellen an der Insel oder. Hier ist ganz viel Leder. Da sind ein paar Vögel. Das sind aber Flamingos.
Sind dann auch nicht Reihe in der. Oh, komm an. Ja, das ist jetzt guter Rat teuer, ne? Das ist doch doof. Wie wüsste, wo ich suchen muss. Hier umsetzen, schweben muss, beschleunigen. Das ist nur mal ein Schatten. Da hinten Reihe. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wo ich nach Reihen suchen soll. Ich habe ja eben welche in der Stadt gesehen, aber die nicht wirklich abgeschossen bekommen. Was haben wir hier? Auch Flamingos, ne? Kann doch nicht sein, dass ich jetzt nur Flamingos finde hier. Da, oh, das ist ja alles voll. Ist das richtig? Gehen. Könnte ganz gut sein. So, zumindest ist es nicht wirklich pink aus. Ich glaube, es gibt auch nur zwei Arten von Vögeln hier. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett verkehrt. Zwei Stück brauche ich gerade mal. Ja, aber irgendwie hat das ganze Spiel jetzt tatsächlich ein bisschen Tempo eingebüßt. Durch dadurch, dass man auch zwischendurch mal leveln muss, aber. Ich muss sagen, dass die Nebenmissionen jetzt im Moment auch nicht so gestaltet sind, dass man sagt: Oh, geil, Hammer. Das macht Spaß. Aber man ist ein bisschen dazu gezwungen, weil man eben halt die Hauptstory verfolgen muss. Bisher waren die die Nebenstories aber ein bisschen besser, muss ich sagen. Die haben mir Spaß gemacht. Das wirkt. Hau doch nicht ab. Ich hoffe, die sitzen da jetzt auch gleich noch. Ja. Möge der Oberste der Handwerksmeister mir vergeben. Ich war mir ganz sicher, dass er den Fluch über Memphis gebracht. Jetzt haut ihn die. Nein! Flamingos. Da sind Reihe. Nein, 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 nein. Das sind irgendwelche Vögel, die aber nur so zu belustigen gewesen sind, ne? Ich suche eine Reihe. Einen habe ich eben gesehen. Ich hatte gehofft, dass diese vielen Vögel, aber das war dann wohl keine richtige Reihe. Wo sind all die Reihen? Das sind Hühner. Ich finde jede andere Vogelart. Finde ich hier. Finde ich nicht in Reihe. Wer hätte gedacht, dass das so schwierig sich gestaltet? Ein Flamingo, findest du an jeder Ecke. Scheint ziemlich unbeliebt zu sein in dem Spiel, aber Reihe? Wenn hier vergöttert. Vielleicht auf der Karte gucken. Wo ist denn hier so ein bisschen. Ja, so eine Art See oder so. Vielleicht muss ich auch nochmal nach Alexandria zurückreisen oder so. Ich weiß das nicht. Hier hätte ich noch eine schnelle. Ob das da dann wirklich sowas gibt, weiß ich nicht. Am See habe ich auch, glaube ich, mehr Flamingos gesehen als alles andere. Ich könnte eine Schnellreise machen. So. Geht's eben halt nochmal zurück. Da ist die Mission auch eher so gedacht. Es fliegen da auch noch Vögel weg. Das ist ja auch der. Blanke Hohn, so. Sind das Reihe? Das sieht zumindest nicht aus nach. Was könnte sein? Landen die denn auch irgendwo noch heute, oder? Landet!
Da sind sie endlich, aber. Scheißen drauf. Mann. Kann doch nicht sein. Du musst doch hier ein paar Reiher geben, die irgendwo rumreiern. Ist doch nicht. Okay, wie so ein paar Krokodile jagen. Das kann aber nicht schaden. Noch ein bisschen Leder. Schatz haben. Aber ich bin schon. Oh, was haben wir da hinten? Also das ist aber wahrscheinlich wieder so eine Gruppe Vögel, die gleich wieder wegschwimmen. Oder wegfliegt. Das ist einfach nur zur Belustigung da. Ich glaube, das sind gar keine richtigen Vögel. Das sind einfach nur Dinger, wenn ich näher komme, dann fliegen sie einfach weg. Da sind aber auch Flamingos. Und da sind auch Reiher. Okay. Jetzt nicht beschießen. Mist! Mist! Jetzt! Yes. Oh, ich hoffe, die haben jetzt aber dabei. Meine Güte! Bitte, bitte, bitte! Die sind ja so schwer zu finden, ey. Flamingos überall, wo das sind. Guck mal, die sind sogar noch zutraulich, das stimmt sein, oder wann? Feier? Ich nehme mir ein paar Federn für Timehoteps Ritual. Oh. Das waren alle. Halleluja. Dann kann ich mich jetzt mit Timehotep. Das kannst du machen, ja. Positiv. Wo war das? Da muss ich ganz hin. So, habe ich da schon eine Schnellreiseziel? Meine Güte, wie für so ein paar Reiher, ne? Das ist. Ich hatte echt schon Angst, dass ich es gleich verkacke, irgendwie. War auch, glaube ich, kurz davor. Wo musste ich hin? Da. Habe ich leider noch kein Schnellreiseziel. Das ist ja doof, ne? Doch hier, ah, gut, halbwegs in der Nähe. Geht ja noch. Das geht ja noch. Mann. Das muss ich jetzt aufregen, glaube ich. So. Start. Wunderspringen. Und dann muss ich da irgendwo hin. Ich hätte gedacht, dass es so schwer ist, ein paar Reiher ausfindig zu machen in Ägypten. Achso, sorry. Hier irgendwo in die Richtung. Ich kann ja eigentlich einen Attentat gegen die Soldaten hier machen. Bitte nicht. Der steht doch jetzt nicht. Mit den Typen muss ich doch mal wegboxen. Das kann doch nicht wahr sein, dass er mir das Leben immer zur Hölle macht. Hallo. Kein Respekt. Pesen, Alter. Ist das der P, den ich glaube zu denken? Ich weiß es nicht. Louis. Es ist wahrscheinlich der P. Oh, Hallöchen. Ey, das ist zufrieden. Schwein. Komm her, leg mit mir an. So. Haupttierangriff. Schalte die Bedrohung aus, nochmal 100 EP dazu bekommen. Sehr schön. Flutsch. Okay, gut, dann geben wir ihr das mal, dann ist sie glücklich. Hey, wie geht's dir? Von dir haben wir ja auch ewig nichts gehört. Wahrscheinlich seit der letzten SCL wahrscheinlich. So,